Die Haltbarkeit von Lebensmitteln kann auf zwei Arten angegeben werden. Mindestens haltbar bis, da consumarsi preferibilmente entro, oder zu verbrauchen bis, da consumarsi entro. Das Mindesthaltbarkeitsdatum MHD ist am Wortlaut mindestens haltbar bis zu erkennen. Es gibt an, bis wann mindestens ein Lebensmittel seine typischen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack oder Farbe behält, wenn es korrekt aufbewahrt wird. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Wegwerfdatum. Produkte, die noch ungeöffnet sind und korrekt gelagert wurden, sind meist auch nach Ablauf des MHD noch genießbar. Je nach Produkt auch noch Monate später. Ihr Verzehr ist gesundheitlich unbedenklich. Es kann jedoch zu qualitativen Veränderungen des Produkts kommen. Zum Beispiel kann die Geschmacksintensität abnehmen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss gut sichtbar und lesbar auf der Verpackung angebracht werden. Nach dem Wortlaut mindestens haltbar bis werden Tag, Monat und Jahr oder Monat und Jahr, meint das Monatsende, oder nur das Jahr, meint das Jahresende, angegeben. Oder es wird darauf hingewiesen, wo genau das Datum zu finden ist, zum Beispiel siehe Deckel. Sofern notwendig, muss auf der Verpackung auch angegeben werden, wie das Produkt korrekt aufbewahrt wird. Das Verbrauchsdatum dagegen ist am Wortlaut zu verbrauchen bis zu erkennen. Es wird für leicht verderbliche Lebensmittel wie Frischmilch oder verschiertes Fleisch verwendet. Nach Ablauf des Verbrauchsdatums kann der Verzehr eines Produkts gesundheitsgefährdend sein, da es mit krankheitserregenden Keimen belastet sein könnte. Produkte mit einem Verbrauchsdatum sollten nach Ablauf der Frist nicht mehr konsumiert werden. Sie gehören entsorgt. Besser ist es natürlich, man verbraucht sie vor Ablauf der Frist oder friert sie rechtzeitig ein. Das Verbrauchsdatum muss gut sichtbar und lesbar auf der Verpackung angebracht werden. Nach dem Wortlaut zu verbrauchen bis wird das Datum angegeben oder darauf hingewiesen, wo genau das Datum zu finden ist, zum Beispiel siehe Deckel. Auf der Verpackung wird auch angegeben, wie und bei welcher Temperatur das Produkt korrekt gelagert wird. Für bestimmte Lebensmittel wie Kochsalz, Kristallzucker, Essig, Kaugummi, Bonbons, alkoholische Getränke wie Wein und Sekt, frisches Obst und Gemüse sowie Brot und Backwaren, die innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Herstellung konsumiert werden, muss gar kein Haltbarkeitsdatum angegeben werden. Lebensmittel mit einem Verbrauchsdatum sollten innerhalb der angegebenen Frist verbraucht oder eingefroren werden. Nach Ablauf dieses Datums sollten sie entsorgt werden. Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum dagegen sind, falls ungeöffnet und korrekt gelagert, nach Ablauf dieses Datums meist noch genießbar. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, Aussehen, Geruch und Geschmack des Produkts mit den eigenen Sinnen zu prüfen. Was gut oder jedenfalls unauffällig aussieht, riecht und schmeckt, kann bedenkenlos gegessen werden.